Kombination von mangelnder Selbstachtung, niedrigem Blutzucker und einer Mischung aus Rotwein und den Schmerzpillen meines Hundes. Aha. Ich habe mal Hustensaft mit Eierlikör runtergekippt. Ich war den ganzen Tag weg. Dann verzeihst du mir? Aber natürlich. Ach, danke, Alan. Das war doch nichts. Was machen wir da? Ich will's wieder gut machen. Hältst du das für eine gute Idee? Letztes Mal hat das nicht so gut funktioniert. Bitte, Alan, gibst du mir noch eine Chance? Ach, was soll's. Ich dachte, du wärst in Dallas. War ich auch, aber ich hatte einen Anruf. Ich sollte mal nach meiner Frau sehen. Ein Anruf? Von wem? Das ist unwichtig. Wir sind geschiedene Leute. Verschwinde aus meinem Haus. Nein, ich gehe nicht. Du musst aber, weil ich's verkaufe. Bist du verrückt? Das lohnt sich doch gar nicht. Ich habe eine gute Maklerin und sie hat mir einen spitzen Preis versprochen. Du hast schon eine Maklerin eingeschaltet? Was glaubst du, wer mich in Dallas angerufen hat? Und sie ist nicht nur meine Maklerin, sie ist auch meine Freundin. Oh, Mom. Du Schwein, hast mich missbraucht! Die ist ja echt süß. Ja, ist sie. Und wie läuft's? Naja, wir arbeiten dran. Glückwunsch. Und wie lief's bei dir? Du kannst stolz auf mich sein. Hm? Ich war brav. Glückwunsch. Hat nicht geklappt. Tut es selten. Warte mal, heißt das etwa, dass Mom wusste, du würdest mit ihr schlafen und hat daher ihren Mann angerufen, damit er euch erwischt? Ja. Die beiden werden geschieden und Mom kriegt eine Provision für den Hausverkauf. Wow. Sie ist ein Genius des Bösen, Alan. Wenn sie in Gotham City wohnte, wäre Batman Toast. Hey, ist das nicht deine neue Freundin? Wo? Da hinten. Die da, die mitsamt ihren Klamotten ins Meer steigt. Oh ja. Wenn wir Sex hatten, dann will sie sich immer umbringen. Ja, ja, haha. Dann werde ich sie mal rausziehen. Frag sie mal, ob sie eine Freundin hat. Man, 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 man.